Hallo von Senja, der Trauminsel nördlich der Lofoten. Wir machen eine Tour rund um diese Insel auf der Landschaftsroute Senja. Und wenn du Lust hast auf viele solche wunderschöne Orte, dann bleib dran. Hier im Windschatten des Berges begrüße ich dich zu meiner Senja-Tour. Hey, zweiter Tag auf Senja und schon haben wir verstanden, Senja ist das absolute Wanderparadies. Hier gibt es wunderschöne Wanderwege, die perfekt ausgeschildert sind. Das nenne ich mal eine schöne Höhle auf dem Weg. Und Maxi scheint hier irgendeinen Höhlenbär gerochen zu haben.
Hey, gibt's was Schöneres als bei Sonnenschein draußen zu sitzen und zu kochen? Nein, deswegen gibt's heute bei Günthers kleiner Campingküche gefüllte Pfannkuchen. Für gefüllte Pfannkuchen brauchen wir natürlich für den Teig einmal Mehl, Eier, Milch und ein bisschen Salz. Für die Füllung gibt es heute Hackfleisch mit Salat, Tomaten, etwas Mais und Creme fraiche. Eigentlich nicht schwer, fangen wir an. Sonderlich angenehm ist das hier nicht. Sollen wir da jetzt noch wirklich runter? Nein.
Eine Küche. Okay. Es gibt noch Toiletten und eine richtig schöne Klobürste. Ja? Die könnten wir fast noch mitnehmen. Da gibt es keine mehr. Wir sind am Ende unseres Spaziergangs durchs Kreuzwick, ein spannender Lost Place oberhalb und unterhalb der Erdoberfläche. Wie sehe ich aus?
Wir packen nun unsere Sachen und fahren zum Ausgleich für diesen kleinen militaristischen Ausflug jetzt in den Nationalpark Anderdalen und machen dort noch eine schöne kleine Wanderung. Wir sind auf unserer letzten Station auf unserer Senja-Tour angelangt, dem Anderdalen Nationalpark. Der feierte jüngst sein 50-jähriges Bestehen und anlässlich dessen gibt es einen nagelneuen, wunderschönen Wanderweg. Den schauen wir uns an. Für sportlichere Leute gibt es eine Senja-Durchquerung. Man kann die ganze Insel einmal durchwandern. Nach einem Kilometer im Anderdalen Nationalpark können wir sagen, wow, wow, wow. Hey, wow, wow, wow ist mein Spruch. Gib den wieder her. Wir sind am Ende unserer wundervollen Tour über Senja. Diese wunderschöne Insel hat einen fantastisch beeindruckenden Westen und einen eher gemütlichen, aber genauso wunderschönen Osten. Mit dieser tollen Wanderung sagen wir danke fürs Zuschauen. Unsere Tour geht jetzt ans Festland durch Ofoten und dann wieder nach Schweden. Aber nächste Woche sind wir noch in Norwegen. Bis dann, danke fürs Einschalten und tschüss. Thank you.
alles gut. Ich bin ein Phönix-Tiger. Phönix-Tiger. Ich hab's schon wieder vergessen.